Hallo alle zusammen und willkommen bei meinem ersten Videolog. Demnächst geht ja mein 200. Video online und ich habe mir gedacht, so als Anlass könnte ich ja mal ein bisschen was über mich erzählen und über meine Erfahrungen bisher auf YouTube. Ich bin jetzt seit ca. 3 Monaten oder ein bisschen länger, glaube ich, als 3 Monate auf YouTube unterwegs mit meinen Videos. Und es gab ein paar Highlights, von denen ich euch gerne berichten möchte. Und ich habe einen Hut auf. Ist das lächerlich, in einem geschlossenen Raum einen Hut zu tragen? Ist das besser? Zunächst mal ein großes Danke an alle da draußen, die sich meine Videos ansehen, die sich die Zeit nehmen, mal einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich jedes Mal extrem, wenn sowas passiert. Vielen, vielen Dank dafür. Vor rund einem Monat ist Salt auf Steam herausgekommen. Salt ist ein Open World Exploration Survival Game, wo man Schiffe bauen kann und Piraten töten. Da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich hatte bereits 2-3 Folgen aufgenommen, wollte es ja online stellen. Kam doch die Meldung, dass es ein Problem mit dem Copyright gibt. Was mich insofern wunderte, weil es in den Videos, die ich online stellte, keinen einzigen Ton Musik gab. Also habe ich mich mal informiert, habe auch den Entwickler angeschrieben, um sie zu fragen, ob sie wüssten, was da los ist, warum hier ein Copyright Claim sozusagen passiert ist. Und auch der Entwickler hat gemeint, er hat keine Ahnung, weil wenn ich schon selbst meine, es ist keine Musik zu hören und die Musik, die sie verwenden, ist selbst gemacht, dann kann es sich nur um einen Irrtum handeln. Also habe ich nochmal weiter nachgeforscht und bin drauf gekommen, dass auf den Inseln, wo man dort in dem Spiel herumläuft, gibt es Vogelgezwitscher. Und genau exakt dieses Soundsample, dieses Vogelgezwitscher, was in diesen Inseln passiert, kommt auch in einem Lied vor, das auf YouTube anscheinend echt scheiße ist, muss man dazu sagen, es ist ein beschissenes Lied. Aber eben, es verwendet das gleiche Sample. Das Sample selbst ist allerdings laut Entwickler, weil ich habe nochmal mit denen Kontakt aufgenommen, von einer Open Source Datenbank, also für jeden zugänglich, für jeden frei verfügbar. Und der Entwickler hat dann mir eben geschrieben, er wollte mir dann den Link zu diesem Sound Sample schicken, doch der Link war weg. Der Link war nicht mehr vorhanden. Und das hat auch den Entwickler dann stutzig gemacht, also haben sie dann einfach einen anderen Sound reingepatcht. Ich fand das erstens mal echt cool, die ganze Geschichte, dass ein Entwickler relativ schnell auf die Sache geantwortet hat und auch mit mir gemeinsam dann herausgefunden hat, wo das Problem war und dann einfach das Problem rausgepatcht hat, fand ich großartig. Das Let's Play selbst habe ich eigentlich nicht mehr nochmal angefangen, ich werde es vielleicht noch machen. Aber ich bin drauf gekommen, es ist ja auch ein Early Access Titel, also wird es noch etwas dauern, bis wirklich genug Content, genug Material, genug Möglichkeiten im Spiel drinnen sind, um das Ganze wirklich interessant zu gestalten. Aber es ist grundsätzlich schon lustig, schaut es euch an. Ein anderes Highlight, was vor rund 2 Wochen war, ist folgendes. Und zwar der Entwickler von Soul Axiom und Master Reboot, der Name des Entwicklers lautet Wales Interactive, die sind glaube ich in Irland beheimatet, wenn ich mich nicht irre. Denen ist anscheinend aufgefallen, dass ich, kleiner YouTuber, Let's Plays von ihm spielen mache. Und da haben sie mir dort tatsächlich eben vor rund 2 Wochen auf Twitter ein schönes Wochenende gewünscht. Klingt jetzt nicht nach viel, aber ich habe mich irrsinnig darüber gefreut, dass ich das sah. Einfach eben, weil ich trotz meiner Amateurhaftigkeit, wenn ich das mal so nennen darf, aufgefallen bin. Das war cool, echt. Ich habe mich irrsinnig gefreut über das. Das war großartig. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an alle Zuseher und Zuseherinnen da draußen. Sagt mir ruhig Bescheid, wenn es ein Spiel gibt, das ihr gerne von mir sehen wollt. Ein Spiel, das ihr gerne von mir Let's Played haben wollt. Und, was vielleicht bei manchen Horror-Games, bei Alien Isolation habe ich es mir überlegt, aber ich glaube, ich werde es nicht machen. Bei manchen Horror-Games vielleicht interessant wäre, wollt ihr eine Facecam? Seid ihr Fan davon, wenn man den Let's Player sieht während des Videos, oder sollte ich das nicht machen? Wollt ihr das hier? Ja, das war mein erster Videolog. Ungewohnt. Spooky. Und vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut! Besser? Ist das besser?